So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, es wird letzte Zeit ein bisschen später bei mir. Aber heute ist Donnerstag, das bedeutet, wenn ich das Magazin natürlich habe, boxe ich es an. Das ist wichtig für mich und für euch wahrscheinlich auch. Star Wars, bau deinen R2-D2. Ausgabe 91 ist wieder ziemlich fett, aber es wird wahrscheinlich nicht viel drin sein zum Basteln. Gehe ich mal von aus. Preis immer noch 13 Euro. So, ich weiß auch nicht, wie lange ich bauen kann, weil ja die Weihnachtszeit ist. So lange drauf gewartet, auf die 78 und immer noch nicht zusammengebaut. Ich entschuldige mich. Meine Güte. Ja, Weihnachtszeit. Frohe Kunde, Stress und Alltag. Das dazu. Aber nichtsdestotrotz öffne ich jetzt natürlich die Ausgabe 91. Ja, sehr viel drin. Hoffe natürlich, dass ich nichts von die andere brauche, was ich nicht mitbauen kann. Aber jetzt blättern wir natürlich erstmal drin rum. Und ihr seht schon jetzt hier ein Bild. Das könnte lange dauern. Oh, und wenn es auf Seite 5, auf 5, so früh gab es noch nie eine Bauanleitung, also ein Bau. Das wird jetzt verdammt hart. Dann geht's los. Zack, 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 zack. Schrauben, Schlüssel und so weiter. Ihr seht es. Ach. 11. Weiterhin. Elektronik überprüfen. Den Kasten Beine dran machen. Okay, sind beide da. Hallo? Jetzt wird's aber. Okay, die 91, die ist ziemlich baulastig, gebe ich offen und ehrlich zu, kann ich nicht vor die Kamera machen, ist natürlich auch nicht möglich, weil die Bauschritte so lang sind, ihr seht es, immer wieder testen, Elektronik reinsetzen und ich möchte ja nichts beschädigen, dann mache ich das lieber in Ruhe und zeige euch gleich das Ergebnis, wie es aussehen sollte. So, was haben wir denn in dem Bauteilchen-Tüchel? Wir haben Schläuche. Teil. Oh, hier Schrauben, Muttern. Dieses Plastikding brauchen wir auch. Sehr viel Elektronik, was wir schon hatten, wird mit eingebaut. Ja. Diesmal können wir uns, glaube ich, nicht beschweren. Noch mehr Schrauben. Schrauben, 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 Rädchen, alles dabei. Also, ich versuche es jetzt so gut es geht zusammenzubauen. Ich werde das Video natürlich unterbrechen, wie gesagt, sonst wird es zu lange dauern. Aber ich sage mal, bis gleich. So, ist nur gut, dass ich es doch nicht vor die Kamera gemacht habe. So viele kleine Schrauben, Unterlegscheiben, das ganze Kabelgedöns. Und er ist richtig groß bis jetzt geworden. Seht ihr, überall Kabel, die man, okay, jetzt könnte ich hier den Schlauch noch ein bisschen anständiger ziehen. Aber ich glaube, mit der 78, mit der Verkleidung vorne, wird es langsam Zeit. Aber er ist richtig stabil. Ihr seht es an den Füßen. Hier unten, der vorderste, der dreht sich ja, dass er Kurven ziehen kann. An- und Ausschalter. Er hat auch richtig Gewicht. Durch das ganze Spritzgussverfahren hat er. Und hier vorne ist ja das, was wir eingebaut haben. Und ihr seht, der rollt auch richtig cool. Und wie gesagt, das ist die Zeitschrift. Nochmal die Hälfte drauf ist die Höhe. Er hat wirklich eine schöne Größe. Breite auch. Ihr seht es, perfekt. Aber ich bin jetzt wirklich der Meinung, so langsam muss ich die 78 einbauen. Aber es ist Weihnachtszeit. Ich versuche es so schnell wie möglich alles nachzuholen. Aber ist ja nur das eine Heft. Und dass ich nächste Mal das baue. Er ist aber wirklich stabil. Das ist schon der Hammer. Muss man echt lassen. Aber nichtsdestotrotz,
es waren sehr viele kleine Schrauben zu machen von innen. Hier hinten in immer welche runtergefallen. Hier unten bei den. Nein, ich drehe mal um. Hier unten drin wurde ja zusammengesetzt. Das sind alles kleine Unterlichtscheiben. Es hat wirklich lange gedauert. Und das von der Kamera, nee, es wäre blöde ausgegangen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt soweit. Ihr schreibt mir eure Meinung, eure Kommentare, wenn ihr auch schon weit seid oder nur Zuschauer. Freue mich auf einen Daumen hoch da. Ihr wisst es ja. Irgendwas von R2D2 verlinke ich euch unter dem Video. Nicht so ernst nehmen. Es ist Witz, Spaß und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, eure Meinung, eure Kommentare. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.